If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just, ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem kurzen Stahlgeflüster, denn gestern ist der Teaser zu Mistfall oder auch Nebelfall, wie auch immer ihr es nennen wollt, erschienen. Der ein oder andere hat sich hier noch zusammengefunden, um noch ein paar Rennen mit mir zu machen. Es wird nichts Langes werden, da der Teaser ja tatsächlich auch absolut nicht viel gezeigt hat. Im Endeffekt hat der Teaser nur das gezeigt, was wir sowieso schon da unten sehen können. Also da, wo ich gerade meinen Mauszeiger wackel. Da ist ja der Durchgang, wo es dann nach Jorberg bzw. eben nach ehemals Förfall, jetzt Mistfall bzw. Nebelfall gehen wird. Nebelfall, nicht Nebelfall. Eine schöne Denglischmischung. Und alle mit, fast alle mit Connemara. Yay. Oh, was war das? Ja, gestern kam der Teaser raus und er hat uns nicht viel gezeigt, aber das Wichtigste war drin, nämlich das Release-Datum des neuen Gebiets. Und zwar kommt das Gebiet nächste Woche Mittwoch. Am 13. Dezember ist es soweit. Nächste Woche Mittwoch bekommen wir unser großes neues Gebiet. Beziehungsweise das soll ja in verschiedene, in mehrere Teile aufgeteilt werden. Ich bin mal gespannt, was Star Stable sich da überlegt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo hatten sie das geschrieben? Irgendwo hatten sie das erwähnt, dass sie das eben in mehrere Teile splitten wollen, das Gebiet. Finde ich aber, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ich bin nur mal gespannt, wie groß die einzelnen Teile werden. Da werden wir uns wohl mal überraschen lassen müssen, sollen, wollen, wie auch immer. Ja, wie gesagt, nächste Woche Mittwoch ist es soweit. Jetzt stellen sich natürlich ein paar Fragen. Zum einen, was ist da passiert? Warum ist da ein Giftunfall passiert? Was ist da für ein Sperrgebiet? Da stehen ja jetzt Leute in so gelben Anzügen vor und da sind Warnschilder. Zum einen ist das natürlich eine interessante Frage. Was mich aber gerade persönlich noch viel, viel mehr interessiert, was man für ein Level braucht und was man alles abgeschlossen haben muss, um dorthin zu kommen. Was ich mit Sicherheit schon sagen kann, ist, dass das Ganze nicht für Nicht-Star Rider sein wird. Das wäre zu viel, weil der Nicht-Star Rider-Status, viele sagen immer, ah, das ist so doof, dass dafür nichts kommt oder nur so wenig. Aber der Nicht-Star Rider-Status ist ja eigentlich auch wirklich nur, ja, es ist ja wie eine Demo im Endeffekt. Es ist ja eigentlich nur, um das Spiel zu testen. Und entsprechend ist es dann natürlich auch klar, dass da eher weniger neuer Content dazu kommt. Also von daher, das kann man wirklich ausschließen. Da ich jetzt bis auf die Fischer-Quests und die nächsten Ruf-Level-Quests bei Jamie Olivenbaum alle Quests in SSO fertig habe, werde ich mir jetzt wohl keine Gedanken machen müssen, komme ich da hin oder komme ich da nicht hin. Trotzdem fände ich das einfach auch mal für einen großen Teil der Community interessant, was man für Quests abgeschlossen haben muss und was man für einen Level haben muss. Was es da für Voraussetzungen gibt, damit man nach Förfall kann oder Mistfall oder Nebelfall. Ich weiß nicht, irgendwie Förfall finde ich irgendwie immer noch am schönsten. Das klingt irgendwie am besten. Ich weiß gar nicht, warum ich hier mir Chat aufgemacht habe. Verflixt, was tue ich hier heute eigentlich? Weil das ist ja immer so die große Frage, die sich stellt. Mit Golden Hills war es so, dass man da eigentlich keine Levelvoraussetzung hat. Da ist es an bestimmte Quests gebunden. Da man jetzt mittlerweile, viele fragen mich auch immer, ich bin jetzt schon Level 15, warum kann ich immer noch nicht nach Golden Hills? Das liegt einfach daran, wie gesagt, das ist nicht an Level gebunden, sondern an Quests. Und da man mittlerweile so viel mehr Quests im niedrigen Levelbereich hat, kann es ganz, ganz leicht vorkommen, dass man einfach schon deutlich höher ist, wenn man nach Golden Hills kommt. Daran liegt das einfach. Und beim Dinotal war die einzige Voraussetzung, glaube ich, da brauchte man sonst gar nichts für, außer dass man Level 15 sein musste. Oder alles andere, was man da sonst noch brauchte, hatte man dann sowieso definitiv schon erreicht.
Also das war ja beim Dinotal die Voraussetzung, da hat man mit Level 15 die Quest bekommen. Bei Epona war es dann doch schon deutlich mehr. Bei Epona ging das Ganze ja mit einer SMS von Hermann los, wenn wir uns mal zurückerinnern, vor 2 Jahren, 18. November 2015 war es ja soweit, da kam Epona raus. Und da war es ja so, dass man eine SMS von Hermann bekommen hat, wenn man den, ich glaube, den freundlichen Ruf hatte bei der GED. Wenn man die Quest gemacht hatte hier mit dem Sommerhaus, bei Firgrove mit den Touristen. Man musste die Kalter kennengelernt haben. Das heißt, man musste diesen ganzen Entdecker-Quark bei Nick Stoneground musste man gemacht haben. Und man musste Level 16 sein. Das alles waren die Level-Voraussetzungen für Epona. Und das war doch schon ziemlich, ziemlich viel, was man dafür gemacht haben musste. Jetzt ist es natürlich, wie gesagt, sehr interessant oder es wird interessant zu erfahren, was wir brauchen für Nebelfall. Es fällt mir tatsächlich auch schwer, da irgendwie eine Prognose abzugeben. Weil im Endeffekt könnte uns da alles passieren. Es könnte sein, dass sie uns wieder ein Level nennen, was wir haben müssen. Verflixte Kiste, ich krieg die Abkürzung immer noch nicht so gut hin wie Fabi. Also es könnte schon sein, dass wir da nochmal irgendwie ein spezielles Level brauchen. Es könnte aber auch sein, dass wir das auch mit dem Punkt freischalten, wo wir generell hier hinten Firgrove, Veildale und sowas freischalten. Also der Part dann, dieser ganze riesengroße Kladderadatsch, Silverglade, Weingut, Veildale, Firgrove, das wird ja alles automatisch an einem Strang freigeschaltet, wenn man so die ersten Quests in Moorland und Vorpinter gemacht hat. Und eben Star Rider ist, logisch. Und ja, vielleicht gehört es ja auch da direkt dazu. Kommt aber bestimmt auch mit so ein bisschen auf die Quests drauf an. Wenn sie die Story-Quest auch zu einem großen Teil in Nebelfall spielen lassen werden, dann denke ich doch, dass wir da wahrscheinlich auch so eine gewisse Quest-Voraussetzung brauchen von der Story-Quest her. Damit rechne ich tatsächlich auch relativ fest, dass es da einfach heißt, so, du musst die und die und die Quest gemacht haben, um da hin zu können. Kann natürlich auch sein, ich bin komplett auf dem Holzweg. Aber das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber schreib mir doch mal in die Kommentare, da wirklich noch gar nichts so bekannt ist. Ich bin gespannt. Ich denke mal, die nächsten Tage wird da noch mehr rauskommen an Infos. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Was denkt ihr denn? Was könnte uns da erwarten? Wo haben wir hier Folgen? Ich glaube, beim Machen, ne? Was könnte uns da erwarten an Voraussetzungen? Was müssen wir mitbringen, um nach Nebelfall zu können? Ich bin mal gespannt darauf, was ihr so für Vermutungen habt und was ihr so für Ideen habt, die euch im Kopf rumschwirren. Ich finde das immer ganz interessant, so diese kleinen Diskussions- und Austauschrunden in den Kommentaren. Das mag ich immer ganz gerne. Und ja, was wir auf jeden Fall schon gesehen haben in dem kurzen Teaser und auch schon auf Bildern, die Star Stable im Vorfeld veröffentlicht hat, ist, dass das Ganze relativ, ja, es wird mystisch angehaucht sein, zumindest in gewissen Teilen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, so dieses bisschen Verwunschene im Wald, das mag ich sehr, sehr gerne. Und ich freue mich wirklich sehr auf das Gebiet, weil es vom Aussehen her, von dem, was man bislang so gesehen hat, wirklich gut meinen Geschmack trifft, was so Gebiete angeht. Und ja, letztes Jahr haben wir Südhof und Jorvik City bekommen. Südhof kam sehr, sehr unerwartet. Es ist eine coole Insel, aber es ist jetzt nicht so viel drauf los. Ich mag immer Gegenden mit Bäumen sehr gerne. Ich mag auf Südhof den Klippenbezirk zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und mit Night Dust hat es eine relativ große Rolle gespielt. Generell standen letztes Jahr die beiden Gebiete im Zeichen dieser Story-Quest rund um Madison und Night Dust und Dark Core, die ja auch da ihre Finger im Spiel haben. Nicht nur in den Druiden-Part, sondern auch in dem Part um Night Dust. Und ja, Südhof hat jetzt damals nicht so richtig lange beschäftigt
Und Jorvik City war sowieso nicht meins. Jorvik City kam letztes Jahr auch so um die Weihnachtszeit raus, hat mich aber eigentlich eher enttäuscht, weil ich kann einfach nichts mit einem Gebiet anfangen, wo wir nicht mit Pferd hin können. Ich bin in Jorvik City nur, wenn ich irgendwas aus dem Shop haben will, wenn da eine Quest ist, und ansonsten bin ich nie in Jorvik City tatsächlich. Es ist eine schöne Stadt, ja, aber es ist halt einfach irgendwie nicht meins. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr auf Nebelfall, bin aber gespannt, da ja, verflixte Kiste, so, tut, da ja hier hinten auch Jorvik City ist, hier unten irgendwo, da wird ja auch Jorvik angezeigt, wenn man da die Karte öffnet, bin ich mal gespannt, ob es die Möglichkeit gibt, aus Nebelfall direkt nach Jorvik City auch zu reiten, dass wir nicht mehr gezwungen sind, den Bus zu nehmen, sondern dass wir eventuell auch dahin reiten können, dann absteigen müssen, vielleicht unser Pferd anbinden müssen oder sowas, und dann können wir in die Stadt rein. Könnte ja sein. Würde ich auf jeden Fall cool finden, wenn wir eben nicht mehr gezwungen wären, den Bus zu nehmen, sondern wenn wir auch zur Stadt hinreiten könnten. Und ja, dann müssten wir zwar unser Pferd oder Pony vorne vor abstellen. Ich würde es aber trotzdem eigentlich ganz cool finden, wenn es diese Möglichkeit geben würde. Da müssen wir uns aber auch mal noch überraschen lassen. Dazu ist, glaube ich, noch überhaupt gar nichts bekannt. Also wie gesagt, wir haben momentan so auf ein paar Bildern und im Video, was ist denn hier los? Hier kommt ein Krankenwagen nach dem anderen. Haben wir schon so ein bisschen das Aussehen eben gesehen. Wie gesagt, dieses mythische, sorry dafür, dieses mythische, verwunschene Waldgebiet. Und ansonsten, was es da für Orte vielleicht noch gibt. Ich gehe ja eigentlich auch sehr, sehr stark davon aus, dass es dort wieder einen Verkaufsstall geben wird. Gab es ja bislang in jedem neuen Gebiet, wo wir mit Pferd hin konnten. Wir haben den Verkaufsstall beim Goldblattstall, wir haben bei den Kaltern den Verkaufsstall im Dinotal, wir haben im Mondsicheldorf den Stall, in New Hillcrest den riesengroßen Stall. Wir haben auch auf Südhof die Welsh Ponys. Von daher wird mit Sicherheit auch in Nebelfall wieder was kommen. Aber wie gesagt, Ortschaften haben wir da ja auch noch gar nicht irgendwie mal gezeigt bekommen. Auch da bin ich momentan noch gespannt wie ein Flitzebogen, wie dort die Gebäude aussehen werden, in welchem Stil die gehalten sind. Vielleicht Holzhütten, wie in Firgrove, vielleicht werden es auch Steinhäuser werden, wer weiß. Da tappen wir auch momentan noch im Dunkeln. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Ich meine, es wäre noch schön, wenn sie einem die Voraussetzungen in den kommenden Tagen noch mitteilen, was man mitbringen muss, um nach Nebelfall überhaupt rein zu können. Ansonsten fände ich es aber wirklich ganz nice, wenn sie uns gar nicht mehr so viel in Bildern oder Teasern von dem Gebiet vorab zeigen. Denn dann ist es irgendwie nochmal spannender, wenn man das Gebiet erkundet und sich so seine ersten Eindrücke bildet, wenn man eben noch gar nicht so viel davon kennt. Von daher kann Star Stable da ruhig mit Videos oder Bildern geizen, finde ich. So lange müssen wir uns jetzt auch nicht mehr gedulden. Sind wir mal ehrlich. Wir haben jetzt schon Freitag, kommt noch der Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und dann den Mittwoch ist es ja schon soweit. Also im Endeffekt haben wir noch 5 Tage mit heute. Also, das kriegen wir schon auch noch rum. Ne? Wir warten jetzt schon, im Endeffekt warten wir jetzt schon seit einem Jahr aufs nächste Gebiet. Eigentlich wäre damit jetzt auch alles gesagt zu dem neuen Gebiet, was man momentan sagen kann. Aber wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass ihr einfach mal eure Gedanken, eure Meinungen zu dem Teaser reinschreibt. Ich verlinke den auch nochmal auf dem i. Direkt vom Star Stable Kanal. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ist oben rechts auch ein i, wo ihr euch den Teaser nochmal anschauen könnt. Was sagt ihr zum Teaser? Was sagt ihr zu den Bildern, die Star Stable schon mal veröffentlicht hat? Was glaubt ihr, was müssen wir für Anforderungen erfüllen, um nach Nebelfall rein zu können und um dort die Quests annehmen zu können? Ja, und was glaubt ihr? Eher wenig Quests wie in Nepona? Oder glaubt ihr, es wird wieder ein großes Gebiet mit ganz, ganz vielen Quests auf einmal wie beim Dinotal, was ja nur wirklich Unmengen an Quests geboten hat, schon als es rausgekommen ist? Ja, ich bin gespannt auf eure Meinung. Eine schöne kleine Runde hier zum Abschluss. Unsere Connemaras morgens stecken die Köpfe zusammen. Ich bin gespannt, was ihr so dazu denkt. Und ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis morgen. Tschüss.